willkommen zu einer neuen Episode bei Dark Souls 3. Und in der letzten Folge haben wir noch locker flockig den alten Spasten Volnir weggehauen. Und dann bin ich leider Gottes hier an dieser Brücke an ein Vieh gestoßen, das mir das Weiterkommen doch ein bisschen erschwert hat. Wobei man ja sagen muss, eigentlich hatte ich es schon getötet. Aber dass das Vieh selbst dann, wenn es am Rücken liegt, noch Damage macht, tja, damit hatte ich mal nicht gerechnet. Ich frage mich momentan sowieso irgendwie. Es ist ja, wenn ich hier auf die Brücke laufe, dann springt das Vieh irgendwie von hinten auf die Brücke hoch. Ich möchte nur gerne mal wissen, ob ich das hier vorher schon irgendwie erblicken kann. Das wäre mal interessant. Ich meine, die Frage ist natürlich, springt das von oben runter oder kommt das von unten? Würde hier zumindest mal nichts sehen. Ich gehe jetzt einfach mal rückwärts. Die nehmen wir bitte mit, danke. Wobei, ich glaube, es sind sowieso null. Ach wow, es wird einfach hinein teleportiert. Na, das ist doch langweilig. Das ist wirklich langweilig, Leute. Da hättet ihr irgendwie schon... Au. Zumindest mal eine Animation machen können, dass das Vieh hier irgendwie... Ach Gott, das kann ich sowieso schon vergessen. Töte mich, danke. Aber zumindest irgendeine Animation, dass es da irgendwie runterspringt oder auf die Brücke hochklettert. Aber nee, es wird einfach hinein teleportiert. Da muss ich sagen... Stinkfaul, From Software. Das kann man besser machen. Für dieses bescheuerte Kackvieh. Aber gut. Aber gut. Meine Fresse. Wie viele verdammte Blutflecken hier sind. Zeit für Sprint. Vorsicht vor Feind. Ach, no shit, Sherlock. So, okay, ich könnte natürlich versuchen, dass ich einfach davonlaufe, aber das will ich ja gar nicht. Denn wenn wir hier schon eine Herausforderung haben, dann stellen wir uns auch dieser und laufen nicht weg. Ja. So, ein Schlag, das muss doch reichen, oder? Jetzt hat er sicherlich Schiss und läuft davon. Ey. Da kommt noch ein Beißer, oder? Nee, doch nicht. Na gut. Okay, jetzt geht mir aber leider schon langsam ein bisschen die Ausdauer flöten. Mal bitte trinken und ausweichen. Ach. Ich werde schon wieder viel zu ungeduldig, merke ich gerade. Das ist nicht optimal. Was? Das hat mich erwischt? Ja, natürlich. Nee, Freundchen. Okay, mach deinen Blitzkack. Der trifft mich sowieso nicht. Okay. Momentan läuft das alles doch noch ganz gut, könnte man meinen. Ich möchte aber mal jetzt nicht so, wie sagt man so schön, den Tag vom Abend loben. Ey. Ah, fuck, hat er mich noch erwischt. Bitte wieder heilen und bitte wieder weg. Ja, jetzt reicht's aber schon. Das Scheißvieh wird echt fucking aggressiv, ey. Das muss man dem echt mal lassen. So, die Pause musste ich jetzt kurz mal nutzen, um mich zu heilen. Ja, ey. So, jetzt bist du aber endlich mal tot. Na, Gott sei Dank. Hohe Priesters rechtes Auge. Okay. Was ist denn das? Ups, Inventar möchte ich gerne. Ist zumindest mal nicht hier. Hier auch nicht? Aha. Das hier sicherlich nicht. War es ein Ring eventuell? Das hier, oder? Nee, es ist ein Hexenring. Ach, jetzt habe ich linkes und rechtes Auge. Verstärkt den Angriff, solange er andauert.
den Hohepriester Sullivan seinen Rittern verleiht. Ritter, die schwarze Kugel blicken, werden in tödliche Kämpfe gelockt und verwandeln sich in rasende Bestien. Es ist also kein Wunder, dass der Hohepriester diese Ringe nur jenen gibt, die in fremde Länder ziehen. Aha. So, soll ich jetzt wirklich schon weitergehen? Ich meine, interessant wäre jetzt, ob das Mistvieh respawnt, denn dann würde ich ehrlich gesagt wieder zurückgehen und meine Estus auffüllen. Aber das will ich jetzt nicht riskieren, dass das Scheißvieh respawnt. Das wird auch ein bisschen unnötig. So, was hast du? Ein Heimatknochen. Danke. Da wabert es ein bisschen. Okay, ich gehe trotzdem durch. Na gut. Och, und da ist das nächste. Sehr schön. Danke. Leuchtfeuer entzündet. Na, dann rasten wir doch bitte auch gleich mal. Dass ich bitte wieder meinen Estus zurückbekomme. Eisblauer Moosklumpen. Was macht der? Reduziert Kälteaufbau, heilt Erfrierung. Okay, also werden grob geschätzt mal diese Gegner hier mit Kälteschaden angreifen. Was haben wir denn hier? Hakushi! Diesen Finstergeist rufen? Nein, nicht unbedingt. So, jetzt wäre ich aber doch neugierig. Ich probiere es jetzt nochmal, ob das Mistvieh wiederkommt. Wenn es wirklich wiederkommen sollte, dann laufe ich einfach weg. Aber sieht momentan nicht so aus. Nee. Kommt, glaube ich, nicht mehr. Gut. Das ist doch feini fein. Gut, dann die Frage ist, wohin jetzt? Ich glaube, der einzige Weg führt sowieso nur diese Treppen hier hoch. Da kommt man doch sicherlich auch irgendwie hin, aber wohl nicht jetzt, denn da komme ich leider nicht rüber. Wobei das eigentlich kein Problem sein sollte, dass man hier rüber sprengt, aber nee, dafür ist unser Charakter einfach zu doof. Aha. Ist das etwa Dreck? Tja, sieht fast danach aus, hä? Es ist Dreck, wobei, nee, es sind eher Pflanzen und kein Dreck. Aber gut. Einzelkampf voraus. Aha. Was ist denn das hier eigentlich? Sieht irgendwie so aus, wie wenn man das irgendwann mal öffnen kann, aber anscheinend noch nicht momentan. Was tut denn der? Wieso ist der Typ so riesig? Das ist doch sicherlich kein Spielercharakter, oder? Keine Ahnung. Oh, hallo. Ey, ausweichen ist unfair. Na dann hau ich doch bitte mal auch mal zu. Na gut, die können mal überhaupt nichts. Pussy. Und natürlich noch mehr. Auch noch einer mit Schild. Ja, wunderbar. Und irgendetwas schreit hier auch noch. Ich nehme zumindest mal das Item hier mit, danke. In der Ecke ist nichts mehr. So, was wir jetzt gleich mal machen werden. Einfach mal den Penner hier anlocken. Mit einem schönen Pfeil in den Rücken. Na, komm her. Komm. Ach, der will mich wieder locken, hä? Der Sack. Hier, komm her. Was tut denn der jetzt? Hui. Der ballert mit irgendwas. Ey, lass das. Boah, ey, jetzt geht der echt nicht weiter, hä? Es war ja so klar, warum der nicht weitergeht. Weil er einen beschissenen Kollegen hat. Das war ja sowas von klar, dass das passieren wird. Ja, komm her. Und Backstab. Arschloch. Sie fragen mich auch. Hier werde ich das sicherlich jetzt noch nicht durchkönnen.
lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Ist das wieder einer von den Priestern da drin? Sieht irgendwie so aus. Aber gut, da werden wir dann wohl oder übel später nochmal hinkommen, wenn wir diesen Shortcut hier freischalten. So, von wo ist denn sein Kollege gekommen? Ach, von hier oben. Eine Titanitscherbe. Versucht Zunge. Ach, okay. Ich verstehe den Witz. Und das war's auch schon. So. Mal schön vorsichtig sein hier. Man weiß ja nicht, welche... Oh, ach Gott, erschreck mich nicht so. Diese bescheuerten Geister hier. Mein Gott, ey. Was sind denn das für welche? Gefällt mir ehrlich gesagt mal überhaupt nicht, dass das zwei auf einmal sind. Deswegen versuchen wir doch mal locken. Ja, bleib doch mal ruhig stehen. So, du bekommst einen Pfeil ins Fresschen. Okay, die Typen sind arschlangsam. Aber die haben leuchtende Augen gehabt. Und wie man bei den Skeletten gelernt hat, stehen die dann wieder auf. Aber da ich so schon seine Seelen bekommen habe, glaube ich, dass das hier nicht der Fall ist. So, komm her. Oh, dicker Ritter. Nicht so geil. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ja, natürlich. Wir machen einfach mal eine Feuersäule. Warum denn nicht? Jetzt hat er auch noch einen Flammenwerfer. Ach, ich mag das aber nicht, dass dahinter bei noch zwei andere Typen stehen. Oh Mann, nicht nur zwei Typen. Heilige Scheiße, das sind sogar mehrere. So, die muss ich wohl mal... Au! Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, ich wäre außerhalb. So, die zumindest mal erledigt. Jetzt bist du dran, mein Freund. Ja. Dein Feuer trifft mich sowieso nicht. Der hält aber mal einiges aus und von da hinten kommen wieder mehr Gegner. Ja, toll. Jetzt sag mir bitte bloß nicht, dass die hier unendlich spawnen. Arschloch, ey. Lass das doch mal bleiben. Vorsicht vor Pyromant. Tja, die Nachricht kam ein bisschen zu spät, mein Freund. So, hier mal schön locken. Na komm her. Die schnellsten seid ihr ja nicht unbedingt. Einer tot. Okay, lassen wir die anderen beiden hier mal ein bisschen herumstromern, wenn das nicht mich hier ein bisschen umgucke. Aber recht viel gibt es ja nicht mehr. Och, hier gibt es natürlich noch Items. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Arschloch. Ach, wäre so schön gewesen, wenn ich die beide auf einmal hätte machen können. Aber den einen habe ich leider nicht erwischt. Aber auch egal. Die sind echt nicht so wirklich kompliziert, muss man sagen. Ich höre hier irgendetwas. Ach, da oben ist schon wieder so einer. Ach Gott, ey. Muss ich da echt beschissen hochlaufen, wo sicherlich hier unten auch wieder irgendwie... Au, Gegner stehen. Ja, es reicht schon. Ach, Backstep ist leider nicht drin. Fuck. Ah, scheiße. Ja. Junge, halt's Maul. Oh, da hinten sind wieder zwei von denen. Ach Gott, ey, Leute. Ihr macht mir das Leben hier aber auch gerade nicht sehr leicht.
Ich glaube, die haben mich gesehen. Jupp, die haben mich definitiv gesehen. Schlag doch zu. Alter, wie lange geht die Kombo von dem Typen, bitteschön? Schon ein bisschen übertrieben, hä? Okay, jetzt ist zumindest nur noch der eine Schildtyp da. Na komm. Mach doch was, mach doch was. Drehen wir uns ein paar Runden im Kreis. Ist auch schön. Ha, das war dein Fehler. Und tot. Oh, ich hätte schon wieder fast 20.000 Seelen. Das finde ich sehr gut. Jetzt müsste ich nur mal wieder zurück zum Leuchtfeuer kommen. Funkeltitanit, okay. Sollte nicht theoretisch hier irgendwo der Weg zurück zum Leuchtfeuer sein? Ich meine, es muss theoretisch hier irgendwo auf der linken Seite sein. Aber ob ich hier wirklich richtig bin, das ist halt die große Frage. Kann man hier rein? Nein. Hier ist nix. Ach, da hinten sehe ich schon wieder ein paar Penner stehen. Seele eines namenlosen Soldaten. Boah, wie bekomme ich denn die hier jetzt am besten raus? Am besten mal gar nicht. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Vielleicht komme ich hier wirklich irgendwie zum Shortcut. Das wäre natürlich mega, mega nice. Bin ich denn hier jetzt? Nehmen wir das hier halt mal mit, aber irgendwie. Och, da oben ist eine Nebelwand. Heißt das also Bossy Boss da oben? Könnte gut möglich sein. Och, da ist ein Leuchtfeuer. Das ist aber ein anderes. Das ist nicht das, wo wir gestartet sind. Und hier versteckt sich nix. So, irgendeine böse Überraschung hier drin. Sieht nicht so aus. Wobei, da vorne ist irgendwas. Ja gut, mal Leuchtfeuer entzünden. Und dann auch bitte mal zurück zum Feuerbahnschrein, bevor wir hier irgendwas weitermachen. Bevor wir hier irgendeinen Blödsinn anstellen und ich dann sterben sollte und meine fast 20.000 Seelen verliere, das wäre nicht so geil. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Das wäre nicht so dolle. Sprecht euer Begehren. Mein Begehren ist, dass ich gerne aufsteigen will. Ja. So, ich wollte jetzt eigentlich, stimmt, ich will hier Geschick auf 18 bringen. Das wollen wir jetzt mal angehen, damit ich mir dann das schöne neue Schwert kaufen kann. Aber solange wir das schöne neue Schwert noch nicht haben, kann ich ja mal mein Claymore noch eine Stufe aufbessern. Denn mittlerweile habe ich wieder genug Titanitscherben. Stufe 6, Dankeschön. Jetzt brauche ich schon Brocken. Da habe ich erst einen. Nicht so mega viel. So, ach, Moment mal, wir haben doch für unseren Pyromanten hier doch auch noch was Neues. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Bop. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. Was? It is a spell forbidden in the great swamp. And nearly everywhere else too.
Ja, aber eben nur fast an jeden Ort, das heißt nicht an jeden Ort. Also, bring's mir bei. Ah, Gott, die sind alle immer so Pussys. Oh mein Gott, dieses Buch ist verboten, bla 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 bla. Puh, echt jetzt. So, hatte ich sonst noch irgendwas, womit ich hier im Feuerlingsschrein was anfangen kann? Wüsste jetzt nichts mehr, oder? Dunkles Siegel, den will er ja nicht haben. Aber was mit diesen Schriftrollen hier ist, weiß ich noch immer nicht. Die Fürstenasche. Ich will echt mal... Ach, ich meine echt jetzt... Man hat die Fürstenasche, da muss hier doch irgendwas zu machen sein, damit... Wo war denn der am Platz? Aldrich des Abgrunds, das ist es nicht. Das ist er auch nicht. Hallo, mein Freund. Die Wächter des Abgrunds, das wäre der richtige Platz. Fürstenasche darbieten, na geht doch. Ja, hallo, meine schönen Totenköpfe. Ihr seht richtig schnieke aus mit euren Hüten. So, gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alles erledigt. Kirse von Jorschka. Wer war denn der eine Typ da jetzt gerade? Sah aus wie einer von den Wächtern, aber wieso waren die jetzt im Feuerlingsschrein? Was weiß ich. Es ist Dark Souls. Wer zur Hölle weiß da schon so genau, was da abgeht? Das weiß niemand. So sieht's mal aus. So, und da sind wir wieder im Irrtil vom Nordwindtal. Und ich würde auch sagen, dieses Gebiet erkunden wir mal weiter in der nächsten Episode von Dark Souls 3. Und bis dann, sagt tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.